Es sucht dann nach der wahren Liebe. Ich fand heraus, dass wenn die Menschen lieben, sie etwas dafür zurückverlangen. Dass die Menschen, die etwas geben, auch etwas dafür haben möchten. Sie rechnen genau ab. Allah aber, Subhanahu, wenn er einen seiner Diener liebt, dann gibt er ohne Abrechnung. Wenn man ihm gehorcht, belohnt und dankt er Azza wa Jalla. Teuerste, die Menschen können uns die Sicherheit, die Liebe, die Zärtlichkeit und die Wahrhaftigkeit, nach der wir suchen und uns sehnen, nicht geben. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Die meisten Menschen besitzen diese edlen Gefühle überhaupt nicht. Sie kennen noch nicht einmal ihren Wert. Sie sind nicht einmal in der Lage, sie zu empfinden. Deshalb sollst du wissen, und jede Schwester auf dieser Welt muss es wissen, dass man etwas, was man nicht besitzt, auch nicht weitergeben kann. Liebe Schwester, das, was du suchst, kann dir nur Allah, dein Schöpfer, geben. Die Menschen werden sauer, wenn du sie immer fragst, aber Allah wird sauer, wenn du ihn nicht ständig fragst. Allahu Akbar. Allah sagte zu den Menschen, eilt euch zu mir durch Gehorsamkeit. Denn ich habe das, was ihr braucht. Ich werde euch lieben, beschützen und euch Sicherheit gewähren im Diesseits und im Jenseits. Liebe Schwester, die wahre Glückseligkeit findest du nur bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du unter seinem Schirm lebst. In der menschlichen Seele befindet sich eine Leere und ein innerer Durst, welcher weder durch die Eltern, den Geschwistern, den Verwandten, den Bekannten, noch durch die eheliche Liebe ausgefüllt oder gestillt werden kann. Diese Liebe stillt und füllt nur einen kleinen Teil dieser Leere und dieses Durstes. Jeder versucht, seinen inneren Durst zu löschen und aus diesem Grund nicht in der Lage, den Durst eines anderen zu löschen. Diese seelische Leere und dieser innere Durst wird erst ausgefüllt und gestillt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst. Du unter dem Schatten seiner Gehorsamkeit lebst, seine Befehle befolgst, seine Gebote und Verbote beachtest, seine Grenzen nicht überschreitest und seinen Gesandten folgst, sallallahu alaihi wasallam, seiner Rechtleitung und seinem Licht, welches er offenbart hat, folgst, der Koran und die Sunna des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Erst dann wirst du die Glückseligkeit, die wahre Liebe und den klaren, wahren, von trüben, befreiten Genuss empfinden. Folge diesem Rat nur einmal und du wirst den Unterschied sofort erkennen. Sie antwortete, während ihr die Tränen der Reue über die Wangen flossen. Bei Allah, dies ist der wahre Weg. Dies ist, wonach ich mein Leben lang suchte. Ich habe lange Jahre solche Worte nicht gehört. Diese Worte brauchte ich, damit ich aus meiner Unachtsamkeit aufwachen konnte. Damit ich aus meiner Verwirrung befreit wurde. Und damit ich dem geraden Weg folgen kann. Der Gelehrte sagte zu ihr, und nicht nur zu ihr, sondern an all diejenigen, die uns gerade zuhören, hört genau zu, und öffnet eure Herzen für die folgenden Worte. Lass uns jetzt anfangen. Die Morgendämmerung bricht langsam an. Die Stimmen der Gebetsrufe ertönen überall. Sie rufen die verwirrten Herzen. Sie rufen die umherirrenden Seelen zu ihren Schöpfer zurück. Die milde Brise der Morgendämmerung ruft dich zurückkehr. Sie ruft, kehre reumütig zurück. Beeil dich. Fang ein neues Leben an. Diese Morgendämmerung soll eine neue Geburt für dich sein. Beginnt dein neues Leben mit dem Verrichten von 2 Raka'at, die von Demut und Ergebenheit gegenüber Allah begleitet werden. Beginnt dein neues Leben mit vergossenen Tränen und der Wehrufe für Begangenen. Der Gelehrte sagte dann zu ihr, rufe mich bitte in 2 Wochen nochmal an, damit wir gemeinsam sehen können,
ob du die wahre Glückseligkeit im Diesseits gefunden hast oder nicht. Allahu Akbar. Nach diesen Worten legt der Gelehrte auf und beendete so dieses Gespräch. Nach 2 Wochen rief das Mädchen nochmal an. Aber diesmal war ihre Stimme voller Freude und Glück. Sie sagte zu ihm: Endlich habe ich das wahre Glück des Diesseits gefunden. Endlich habe ich das Ufer der Sicherheit erreicht. Endlich fühle ich die innere Ruhe und die Zufriedenheit. Endlich hat mein Herz seinen Frieden gefunden. Ich habe meine Seele mit dem Süßen und mit dem Angenehmen und mit der Reue gewaschen, sodass meine Seele in das Himmelreich schwebt. Endlich sind meine Wunden meines Herzens durch den Balsam der Reue geheilt. Ich habe Gewissheit, dass es keine Glückseligkeit gibt, außer in der Gehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und im Befolgen seiner Befehle. Alles andere ist ein Trug, nur eine Illusion. Sie sagte weiter: Ich habe eine Bitte an dich. Bitte veröffentliche meine Geschichte. Denn es gibt viele Frauen, Mädchen und Männer, die genauso verwirrt sind, wie ich es war. Vielleicht kehren sie auch zurück, wenn sie meine Geschichte hören. Der Gelehrte sicherte ihr zu, dass dies inshallah bald geschehen wird. Ich bin der Einzige, der sich